Es wird mal wieder Zeit für ein kleines Production-Video, ein kleines Behind-the-Scenes. Heute bin ich unterwegs mit dem Godfather of E-Bike, mit dem guten alten Prinz Eisenherz, aka Toffer, und unterstütze ihn ein bisschen beim Filmen zum Review eines richtig geilen E-Bikes. Hallo, ich bin Kevin von Outdoor Otter Crew und bevor es jetzt mit dem Video losgeht, habe ich noch eine kurze Werbung. Und zwar geht es um dieses schicke Teil hier, denn ich habe die Ehre, jetzt auch Partner von Insta360 zu sein und habe hier die X3 bekommen, welche ich in diesem Video natürlich testen und einsetzen werde. In diesem Video benutze ich die Kamera das erste Mal. Es wird so in 2 bis 3 Wochen noch ein ausführliches Review dazu bekommen, wenn ich sie ein bisschen mehr benutzt habe. Die Insta360 X3 ist aktuell meiner Meinung nach die beste 360-Grad-Kamera in ihrer Preisklasse und sie kann im Single-Lens-Mode auch als sehr potente Action-Cam genutzt werden. Falls ihr Interesse an der Insta X3 habt, dann könnt ihr über den Affiliate-Link unten im Video zu dem Shop von Insta360 kommen. Dadurch unterstützt ihr diesen Kanal. Vielen Dank. Und jetzt geht es los mit dem Video mit Toffer. Viel Spaß. Drohne hier am Start. Ja. So ganz Nahaufnahmen fallen mir immer am besten von mir. Ja. Give it to me, come on! Passt auch wie die Faust aufs Auge. Chainsaw heute mit dem Rocky Mountain. Ich bin hier. Hey Freunde, viele Grüße aus dem Saarland. Euer Outdoor Otter hat heute richtig Spaß gehabt. Ich sehe jetzt mittlerweile ein bisschen anders aus. Lange blonde Haare. Bin eine ganze Ecke schlanker geworden, weil ich das ganze Jahr im Fitnessstudio verbracht habe. Und ich würde sagen, genug Spaß gehabt. Ab jetzt fahren wir einfach nur Fahrrad. Ohne Sinn, Verstand, ohne Spaß. Einfach so runterrollen, das, was man so im Winter macht. Natürlich sind wir danach noch eine Runde Rad gefahren. Und mit Toffer im Nacken konnte ich für mich eine neue Bestzeit aufstellen. Was ist los? Rollt nicht gut. Sieht gut aus, Kevin. Sieht gut aus. Schön unterwegs hier am Hoxberg. Kevins Homefeld. Mehr oder minder Home Trails. Nice. Ha. Geil. Hier mit dem Powerplay ist eigentlich die erste wirkliche Runde mit dem Bike. Ich war nur einmal kurz unterwegs, um es zu filmen.
Später bin ich wirklich Trails gefahren, da ist das schon heute eine andere Nummer. Richtig schön Trails fahren. Geil, Kevin! Nee, der ist richtig schön, der Trail. Den fahre ich auch mindestens noch zweimal. Geil! Ey, gehst du ins Fitnessstudio? So wie du antrittst mittlerweile, hey? Hey, 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 geil! Oh! Geil. Leute, haut rein, lasst ein Abo da, ein Like, einen Kommentar, die Glocke abonnieren und nach oben drücken und klingeln und alles, was dazugehört. Ja, Kommentare bitte nur positiv. Wenn es Hate-Kommentare gibt, einfach sich selbst denken und es sein lassen. Viele Grüße auch an meine ganze Familie, Eltern, Freunde, alles, was dazugehört. Macht's gut, ciao, euer Kevin von Auto Otter. Das war das längste Outro, was ich hier. Wunderbar, danke. Aber auch das Inhaltvollste, oder? Wunderbar. Ich bin zu Tränen gerührt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.